Heute wechseln wir mal die Batterie von einem Seat Leon Cupra 5F. Es ist eine EFB-Batterie verbaut, ich werde die wechseln. Ich werde eine AGM-Batterie einbauen, weil die einfach besser ist für Start-Stopp-Automatik. Der ganze Wechsel, da spare ich mir 90 Euro. Da ich die Batterie selber wechsle, weil das kostet das Wechseln, kostet 30 Euro, drei Schrauben auf, drei Schrauben zu. Man muss die Batterie anleinen lassen bei dem Auto, wegen dem Batteriemanagement, damit auch die richtigen Ladeströme laufen, damit das Auto weiß, es hat eine neue Batterie drin. Sonst kann es sein, dass das Batteriemanagement falsch funktioniert und falsche Ladeströme liefert, die dann die Batterie schrotten. 90 Euro spare ich, indem ich die Batterie selber wechsle. Das kostet ja 24 Euro oder 25. Dann die Batterie selbst habe ich im Internet bestellt, weil in der Werkstatt kostet die 200 Euro. Ich habe jetzt für die neue Batterie 160 Euro bezahlt. Eine AGM-Batterie, die ja besser ist als die EFB-Batterie. Und ja. Und dann summiert sich das natürlich und man kann da richtig sparen. Vorausgesetzt ist, das Auto springt dann noch an, was auch nicht gegeben ist. Bei manchen Automarken kann es sein, dass das Auto nicht anspringt. Wegen dem Batteriemanagement. So, ich habe jetzt schon mal die Schraube da unten gelöst. Batterie ist locker, dieser Halter da, ja, den haben sie wieder gut verbaut. Kommt man so gut wie nicht hin. Ja. Gut, wir mal sehen, ob die Batterie so rausgeht. Erst den Pluspol weg. Schrauben wir ein Minuspol weg. So, die Batterie ist locker. Dieser scheiß Halter müssen wir da unten noch irgendwie rausfummeln. Der will einfach nicht raus. Jetzt schauen wir wegen der Batterie oben. Ja. Komm. Gut, dass es den Magnetstab gibt. So. Haben wir schon die gute alte Batterie. Macht jetzt gleich den Servus. So. So. Gucken, dass man nichts kaputt macht.
Zack. Schon ist die neue Batterie innen. Perfekt. So, wollen wir mal den Halter wieder dahin basteln, bevor wir da was anschließen. So. Machen. Auf guten Sitz und festen Sitz kontrollieren. Passt, wackelt, hat Luft. Jetzt machen wir diese schöne Batteriehülle wieder rum. Ausgedacht. Am Einbau scheitert es nicht, aber an der Hülle. Mann, so ein Schrott. Oh, so, das eingefummelt. Ja, wie schon gesagt, weil es sich sowas einfallen. So. So, und jetzt werden wir anschließen. Wie es der Zufall will, haben wir jetzt natürlich die Batteriehülle verkehrt rum drauf. Von mir mal nochmal raus, die Scheiße. Ah, das sind die Ausschnitte für die Pole. Ja, ging schon wesentlich besser. So, jetzt schließen wir die Pole an, zack. Werden wir mal sehen, was das Auto macht. Erst der Minuspol. So. Achtung, jetzt kann es mal kurz funken. Ich hoffe, die Alarmanlage geht nicht an. Gut, das war's. So, schon ist die neue Batterie einsatzbereit. Guten Sitz achten. So. Jetzt werden wir mal gucken, was das Autochen macht. Mal gucken. Der schöne Cupra, was er jetzt macht.
aber anspringen, das ist wichtig, weil sonst kann man ja nicht in die Werkstatt fahren. Jetzt werden erstmal jede Menge Fehler kommen, schätze ich mal. Jawohl. Voll normal. Anspringen, oder? Das ist gut. Lenkrad ein wenig bewegen, die Fehler sollten verschwinden dann. Fehler statt Stopp, ja, ist klar. So, Fehler sind weg. Es ist gut, dass das Auto läuft. Kann man natürlich dann, bei manchen Autos kann es sein, dass die Fensterebene funktionieren. Wir schauen jetzt nochmal. Ja, funktioniert alles ganz normal. Freilich könnte ich jetzt so fahren, ne? Kein Problem, aber die Gefahr besteht halt darin, dass das Batteriemanagement falsche Ströme in die neue Batterie liefert, weil es denkt, es hat noch die alte Batterie drin und es braucht mehr Strom und alles. Deswegen werde ich dann zur Werkstatt fahren, werde die Batterie anleinen lassen, also dass eine neue Batterie drin ist, und dann sollte alles sehr gut funktionieren. Und so kann man sich rund 90 Euro sparen. Einfach drei Schrauben auf, Batterie rein, wieder zumachen, in die Werkstatt fahren, anleinen lassen, und ja, das ist das ganze Prozedere. Und, ja. Also dann, haut rein!